Wie käme ich denn theoretisch da hoch? Sieht irgendwie gar nicht so aus, als wenn... wenn ich dann nur mit Grappling hochkomme. Hier komme ich hoch, hier komme ich hoch. Ich sehe auch keinen Grappling Hook. Oder vielleicht gibt es hier irgendwas. Objekt außerhalb der Scan-Reichweite. Na komm. What is that? Technologie. Standardmäßiger betriebsbereiter Morphball Activator. Durch das Einsetzen eines Morphballs in Verbindung mit einer anschließenden Bombendetonation senden diese Aktivatoren elektrische Impulse aus, welche die unterschiedlichsten Vorrichtungen aktivieren können. Ja. Und dann fallen wir halt in die Lava. Das ist uns doch gerade egal. Schießt du auch oder öffnest du nur dein hässliches Maul? Nee, du spritzt aber, du... du Sau. Du kleckerst. Ich sehe... ah, Grappling Hook. Da ist er. Na komm. Mach die Fresse auf. So. So, was kann man hier machen? Aha. War schön, wenn alles funktioniert, so wie man es will. Schade nur, dass ich den Grappling Hook brauche. Den hätte ich eigentlich gerne... mir gerne noch ein bisschen aufgespart. Beziehungsweise ich hätte das eigentlich gerne direkt gemacht. Da gibt es bestimmt irgendwas Tolles. Einen neuen Beam oder sowas. Und hier gibt es auch... Moment mal. So. Komm. Ist hier nicht irgendwo. So, was nochmal. Ich habe ja noch 19 Raketen. Nee, aber hier scheint es nicht zu gehen. Hier kommt man auch ohne Grapple nicht so richtig weiter. Ah, doch. Rein da. Oh, ich nehme mal kurz auseinander. Ach. Ach, hallo. Mein Gott, schreit doch nicht so. Du musst hier wieder den Breiten markieren, ne? Okay, da hinten. Kommen wir da hinten her? Ne, da kommen wir her. Das hier ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Hurra, hurra. Metroid Prime läuft. Na komm, Nummer 3. Wie instabil hier alles ist. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht doch schon unseren... ach, scheiß doch was. Scheiß doch was drauf. Ob das wirklich so klug war, nicht doch erst die andere Richtung zu gehen? Kann nochmal nachgucken. Bin mir da jetzt echt total unsicher. Weil jetzt sind wir ganz normal... ja, jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt sind wir ganz normal hier bei unserer...
Denn nee, da muss ich ehrlich gesagt, auch wenn es nervt, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, was da hinten, ups, was da hinten los ist. Na, was? Quatsch. Damn. Moment. Gibt's da oben noch mehr als? Da ist die Rail dazu. Ne, die Rail ist da zu Ende. Ich dachte schon, dass man da vielleicht einfach weiterfahren kann. Nix. Und dann kommt man irgendwo an, wo es ein Geheimnis gibt für einen. Niemals kennen hier die Scheiße. Gegner sind Gott sei Dank noch weg. Das ist schön. So ziemt es sich. Nicht, dass ich Samus Aran nur einmal umdrehen muss und schon treiben sie wieder ihr Unwesen. Nein, die bleiben jetzt auch mal weg. Für ein paar Minuten. Das lob ich mir. So, ich glaub's ja nicht. So, komm hier, hässlicher Auster. Ich scanne dich mal eben. Lava-Mollusk. Ja, das ergibt Sinn. Um durch eine Größe bedrohlich zu wirken. Ein Treffer in ein verteidigendes Zentrum veranlasst ihn, sich umzudrehen und in dieser Verteidigungsstellung zu verharren. Wenn sich der Lava-Mollusk schließt, werden zahlreiche gefährliche Magma-Bläschen davon geschleudert. Gefährliche Magma-Bläschen, ja. Na? Du bist ein hässlicher Vogel, echt. Verteidigungsposition soll das also sein. Ich dachte schon, du bist beleidigt, weil du so hässlich bist. So. Kommen wir jetzt wieder. Sind wir jetzt wieder hier? Ach ja, und ihr auch. Ist ja super. Ich freue mich. Leute, macht nicht so einen Stress hier. So. Das war der Weg da oben, den ich nochmal ausprobieren wollte. Wenn es da jetzt nur eine Tür lang und dann nicht mehr weitergeht, dann werfe ich mich zu Boden und beiße in die Auslegeware. Ja, toll. Vielen Dank auch. Bendesium. Ja, Bendesium sind super Bomben. Scheiße. Aber gut. Dann weiß ich jetzt wenigstens, was da los ist. Hätte ich natürlich eigentlich auch mal... Oh Gott, warum gucke ich eigentlich nicht auf die Karte da? Das ist nicht zu fassen. Ups. Nix. Interessiere mich jetzt gerade mal nicht für euch. So, und du auch, Kollege. Schön die Schnauze halten. Und dann sind wir ja schon fast wieder. Naja, gleich. Machen jetzt mal ein bisschen Speed hier. Oh nein. Ihr seid wieder da, aber die Drachen, diese Lava. Drachen scheinen noch weg zu sein. Hufflepuff. Da. Machen wir es doch mal so, wie wir es machen sollen. Nach Meinung des Spiels. Okay, jetzt sind wir wieder da. Das hat nur 4 Minuten gedauert. Oh, jetzt 5. Ist jetzt ein bisschen die Frage, was können wir jetzt eigentlich da oben gewinnen?
Wenn wir... Haben wir jetzt das Spider-Pull-Upgrade. Ups. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ja, das, damit können wir eigentlich schon ein bisschen Zunder machen da. Jetzt nochmal das eine oder andere Upgrade reinfegen. Ja, sehr gut gelöst. So. Ja, der Kaffee ist kalt. So, wo kommen wir hier her? Ach so, hier sind wir schon. Hier sind wir schon dutzend Male gewesen, ne? Hier unten habe ich auch schon eingesammelt, genau. Das ist die. Okay, aber jetzt sehe ich auch wirklich mal den Unterschied, was die Helligkeit, die ich jetzt eingestellt habe, ausmacht. Also, hier ist es doch jetzt sehr schön hell und man kann wirklich alles sehen. Nee, ich will mich jetzt nicht mit euch Käfern befassen. Ich bin mir da zwar nicht ganz so sicher, was man so als einsame Kopfgeldjäger hat, aber ich bin mir sicher, dass Samus Aran andere Freunde hat als die Käferfamilie Schmaubitz. Die Käferfamilie Munkel und Söhne, vielleicht sogar. Ach, richtig, hallo. Ich vergesse dich doch immer wieder. Ach, weißt du was, du bist mir völlig scheißegal. Ich scheiß auf dir. Hauptsache die Luft verpesten, ne? Ihr seid alle so eklig, ey. Fast wie der Mensch auf dem Planeten Erde. Denken nicht nachhaltig. Alles voll Giften hier. Eklig. Widerlich. So. Wollen wir mal kurz zum Schiff gehen? Dann gehen wir mal kurz zum Schiff. Auch wenn ich mir gerade überhaupt nicht sicher bin, was das bringen könnte. Gehen da mal hin. Trampelkäfer. Ich bin gerade etwas. Ah, Gott. Was ist los mit mir? Ach so, nee, wir wollten ja. Genau, deswegen. Deswegen. Ich gehe normalerweise gar nicht in diese Richtung. Wenn ich aus dieser Richtung komme. So, da ist das Schiff. Hallo. Schiffi, Schiffi. Ja, was ist ein gutes Schiff? Ja, was ist ein gutes Schiff? Ja, fein! Ja, fein! Jo, speichern wir mal. Wir müssten doch jetzt eigentlich mal... Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht so richtig. Wir gehen einfach mal ein bisschen drauf los und gucken mal, wo unser Spider-Born uns hinführt. Ah, geht natürlich immer noch nicht. Eingehende Scandaten. Okay, er sagt uns jetzt, wo wir hin sollen. Örtliche Temperaturanalyse abgeschlossen. Niedrige Temperatur an der Ruinenstätte geordnet. Aha. Niedrige Temperatur, das klingt doch sehr stark nach Eisbeam, oder nicht? Irre ich mich? Ich bin... gar nicht so konzentriert irgendwie. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier geht's doch wo ganz anders hin. Es geht doch wo... oder? Wie sieht alles so anders aus? Ist die Tür schon immer so neben dem Schiff gewesen? Nicht vor dem Schiff irgendwie? Witzig. Scheinbar habe ich es immer zu dunkel gespielt. Und immer nur die Hälfte gesehen. So. Dann gehen wir mal zu den Ruinen der Shouzu. Das ist hier, worauf ich mich auch ein bisschen freue. Auf den zweiten Teil. Auf Metroid Prime 2 Echoes. Wo ich den wahrscheinlich nicht direkt danach machen werde. Sondern nur noch ein bisschen Pause mache. Mit Metroid. Ups. Nicht, dass ich jetzt schon keine Lust mehr habe. Nee, aber es ist... ich weiß schon, dass wenn ich damit fertig bin, ich erstmal wieder
wenn ich Pause brauche. Und irgendwann mache ich natürlich auch den dritten, den ich noch nie durchgespielt habe. Den ich gar nicht kenne. So größtenteils.